Willkommen zum nächsten Video der Berufsschule 7. Heute kümmern wir uns um die sogenannten regulären Ausdrücke, die dafür da sind, alles Mögliche in Texten zu finden. Reguläre Ausdrücke heißen auf Englisch Regular Expressions oder man kürzt sie auch gern mit Regex ab. Ja? Und wir wollen uns jetzt in diesem Video mal die wesentlichen Eigenschaften und die wesentlichen Syntaxregeln von den regulären Ausdrücken anschauen. Es wird noch ein weiteres Video geben für weiterführende Informationen, etwas kompliziertere Regeln, aber in diesem Video geht es einfach mal um die Grundlagen, um die Basics. So, wenn wir jetzt in Texten suchen wollen, müssen wir uns erstmal überlegen, was ist ein Text? Und aus Sicht von regulären Ausdrücken ist ein Text erstmal nichts anderes wie eine Menge von Zeichen. Und diese Zeichen möchte ich vielleicht identifizieren. Dann kann ich einen Text aber auch als Menge von, von Wörtern ansehen. Und auch die möchte ich vielleicht eindeutig identifizieren können. Oder ich kann noch eine Stufe höher gehen und kann Texte als Menge von Zeilen interpretieren. Das sind alles Sichtweisen, die ich eventuell für solche Texte haben möchte. Wie soll das Ganze jetzt funktionieren? Also im Prinzip möchte ich, wie ich gerade gesagt habe, Zeichen oder Zeichenkombinationen, Wörter oder Zeilen suchen. Das Ganze definiere ich durch eine Zeichenfolge. Die ganze Regex-Geschichte ist sehr stark auch von der Unix- und Linux-Welt geprägt worden. Und da möchte ich ja nicht grafisch arbeiten mit GUIs, sondern eben mit Eingabemöglichkeiten. Und Regex ist genau das. Ich kann mit Hilfe von eingegebenen Zeichenfolgen wiederum eine Suchregel definieren, die dann entsprechend auf Texte angewendet wird. Die syntaktischen Regeln, die hinter den Regex stehen, die sind weitestgehend normiert. Das heißt, es gibt eine weitreichende Übereinstimmung oder ein Agreement, wie Regex funktionieren sollen. Es ist allerdings so, dass verschiedene Implementierungen nicht alles umsetzen. Also das Regelwerk von den regulären Ausdrücken ist nicht überall vollständig umgesetzt. Und das bedeutet dann wiederum im Umkehrschluss, dass wenn ich von irgendjemand ein Regex kopiere, dass es in meiner Umgebung vielleicht nicht eins zu eins so funktioniert, weil eine Funktionalität hinterlegt wurde, die halt bei mir nicht oder noch nicht umgesetzt wurde. Diese, ich sag mal, Lücken in der Umsetzung, die werden immer weniger. Trotz allem rate ich jedem dringend, wenn man was abkupfert, es nicht nur eins zu eins bei sich einzubauen, sondern erstmal zu verstehen, wie es funktioniert und dann entsprechend einzubauen. Und wenn es dann fehlerhaft ist, weil eben irgendwas nicht umgesetzt ist in meiner Umgebung, an Regex-Funktionalitäten, dann muss ich es eben, weil ich es verstanden habe, mit einer Alternative lösen. So, dann, wo finde ich Funktionalitäten wie reguläre Ausdrücke? Also wo ist das Ganze implementiert? Und das ist in sehr vielen Programm-APIs, also in Perl. Dort hat der ganze Spaß mehr oder weniger angefangen, in C, in Java, JavaScript, C-Sharp und so weiter. Also alle ernstzunehmenden Programmbibliotheken oder Programmiersprachen liefern eine Bibliothek, mit deren Hilfe man reguläre Ausdrücke anwenden kann. Dann gibt es auch Systemtools, allen voran grep. Die Linux-Administratoren werden das hoffentlich sehr gut kennen, aber auch in PowerShell und allen möglichen Systemen findet man Tools, die eben mit Hilfe von regulären Ausdrücken funktionieren. Grep steht übrigens für Global Regular Expression und Print und ist so das Standardtool, mit dem man mal schnell irgendwelche Logfiles von Servern auf Linux-Maschinen analysieren kann und ist wirklich sehr, sehr weit verbreitet. So, dann auch Texteditoren. Also wenn ich jetzt beispielsweise die Suche von Notepad++ aufrufe, dann finde ich dort auch die Möglichkeit, mit Hilfe von regulären Ausdrücken Suchen durchzuführen. Und dann auch Datenbanken. Bei MySQL gibt es die Möglichkeit, in der Webbedingung auch mit Hilfe von Regex zu arbeiten.
Nun, was passiert eigentlich, wenn ich mit Hilfe irgendeiner Regex Engine einen regulären Ausdruck anwende? Was kann ich damit eigentlich machen? Und im Wesentlichen gibt es drei wichtige Anwendungsfälle für solche Regex Engines. Der erste ist Suchen und Ersetzen von Zeichenketten. Ja, das heißt, ich habe irgendeinen Text und ich möchte irgendwas suchen und ersetzen. Kennen wir von jedem Textverarbeitungsprogramm auch. Und dazu brauche ich natürlich erstmal einen Text. So, und dieser Text, den möchte ich jetzt in irgendeiner Form manipulieren und dafür brauche ich jetzt einen regulären Ausdruck. Und dieser reguläre Ausdruck kann einfach eine beliebige Buchstabenfolge sein. Was dahinter steckt, werden wir gleich noch mal etwas genauer sehen. Aber NN wäre tatsächlich ein regulärer Ausdruck, der würde mir die Buchstaben NN suchen. Und wenn ich suchen ersetzen möchte, dann muss ich natürlich auch den zu ersetzenden oder den ersetzenden Text hinterlegen, und zwar NNEN. Das heißt, ich suche in dem Text, heute ist ein Sonntag, die Buchstabenfolge NN und möchte sie mit NNEN ersetzen. Und wenn ich das dann mache, kommt, heute ist ein Sonnentag raus. Ja, ich habe einfach die Buchstaben ersetzt. Das wäre eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist Filtern von Zeichenketten, also suchen und ausgeben. Das ist das, was beispielsweise das Grep-Tool machen würde. Auch hier brauche ich einen Text, einen regulären Ausdruck, aber natürlich jetzt keinen ersetzenden Text mehr, weil ich wirklich nur suchen und ausgeben möchte. So, der reguläre Ausdruck, der da unten steht, ist jetzt im Prinzip ein Wort mit exakt drei Buchstaben. Ja, das heißt, ich suche in dem Text, heute ist ein Sonntag, alle Wörter mit exakt drei Buchstaben und möchte die ausgeben. Und was dann rauskommt, ist das Wort ist und ein, weil das sind genau die zwei Wörter mit nur drei Buchstaben. Der dritte Anwendungsfall ist Validieren von Zeichenketten. Das heißt, ich möchte sehen, ob dieser Text, den ich hier habe, dieser Regel entspricht. Ich habe hier auch wieder den Text, wieder einen regulären Ausdruck. Der Ausdruck würde jetzt nichts anderes bedeuten wie eine Zeile, die mit einem Ausrufezeichen endet. Und das ist der Fall hier, und dann würde mir die Regex Engine in diesem Modus ein True ausgeben. Sowas nimmt man gerne zum Validieren von E-Mail-Adressen und Telefonnummern bei Eingaben, Masken und so ein Kram, nimmt man das recht gerne her. Das wären die drei Anwendungsfälle. Also suchen, ersetzen, filtern und validieren. Jetzt ist es so, dass vielleicht kannst der ein oder andere schon erahnen, reguläre Ausdrücke sind manchmal recht unübersichtlich. Und dazu möchte ich jetzt das Beispiel Validieren von E-Mail-Adresse nochmal bemühen. Und zwar schauen wir uns mal eine einfache Validierung einer E-Mail-Adresse an. Das ist im Prinzip in der Zeile, darf nur eine E-Mail-Adresse stehen und hier steht irgendwie, ich brauche irgendwas mit einem @-Zeichen, einem Punkt und das war's. Die einzelnen Funktionalitäten werden wir, wie gesagt, gleich noch mal etwas genauer besprechen. Das wäre jetzt eine ganz, ganz billige, einfache E-Mail-Adressvalidierung. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist viel zu ungenau. Ich möchte das genauer haben, weil da kann ich ja alles Mögliche reinschreiben. Also hier bei dem Ausdruck, wie ich ihn hier habe, würde ein Add und ein Punktzeichen auch zu einem positiven Ergebnis führen. Also kann man das noch ein bisschen aufblasen. Ja, man kann hier ein paar speziellere Zeichen einbauen. Das @-Zeichen finden wir wieder. Und ja, kann man sagen, ja, auch das ist irgendwie viel zu ungenau und ich filtere hier vielleicht auch was raus, was eigentlich eine gültige E-Mail-Adresse wäre. Und dann kann man sagen, ja, das kann man das noch ein bisschen komplizierter machen. Und dann würde sowas rauskommen. Das habe ich jetzt im Netz gefunden unter e-mail-regex.com. Und ja, das sieht man schon, dass, ich sag mal, übersichtlich anders geht. Ja, also das würde jetzt ja, die allermeisten E-Mail-Adressen tatsächlich sauber identifizieren. Jetzt kann man sagen, hey, gibt es da nicht irgendeinen Standard, an den sich alle richten? Und ja, es gibt für die E-Mail-Adressen eine Definition, das ist ein RFC. Und dieses RFC, da hat sich mal jemand die Mühe gemacht, das zu
angeblich, ich habe es nicht nachvollzogen, werde jetzt gleich sehen, warum, das zu validieren. Ja? Also wirklich eine Regex zu bauen, die exakt das darstellt, was im RSC für die E-Mail-Adressen drinsteht. Und rausgekommen ist das da. Also ich spare es mir jetzt, das reinzuzoomen, weil es jedem klar sein sollte, dass wir hier nicht mehr wirklich sehen, was da eigentlich funktioniert. Und das zeigt uns schon mal die Hauptkrux bei der ganzen Geschichte an. Wenn ich es genau machen will bei solchen durchaus komplizierten Sachen wie E-Mail-Adressvalidierungen, dann muss ich da sehr tief in die Trickkiste greifen. Die weitere Frage ist natürlich auch, wenn ich jetzt beispielsweise eine Anmeldeseite für irgendein Online-Tool habe und ich möchte eine E-Mail-Adresse hinterlegen, egal wie syntaktisch richtig die E-Mail-Adresse ist und die Validierung, ich kann immer noch nicht sagen, ob die E-Mail-Adresse gültig ist, weil das Einzige, was ich da machen kann, ist eben eine Testmail an den User zu schicken mit, was weiß ich, irgendeinem Validierungscode und dann erst weiß ich, dass sie funktioniert. Das heißt, wir müssen uns sehr genau überlegen, wie tief ich jetzt in die Validierung reingehe und wie viel ich jetzt doch über eine Testmail mache. Ja. Was natürlich klar ist, ist, ich sollte tunlichst vermeiden, eine gültige E-Mail-Adresse durch meine Validierung rauszuschicken. Schmeißen, weil das wäre natürlich sehr frustrierend, aber das soll jetzt hier nicht zur Sache tun. Mir geht es hier nur darum, dass wir bei regulären Ausdrücken relativ schnell an Grenzen kommen, die dann, ich sag mal, nicht mehr wirklich wartbar sind. So, jetzt schauen wir uns mal einfache Suchen an und das, ja, wirklich das Billigste, was man sich vorstellen kann. Was wir dazu brauchen, ist natürlich wieder ein Text. In dem Fall habe ich jetzt einfach nur Berufsschule 7 genommen und ich möchte jetzt in dieser Berufsschule was suchen, also in diesem Text Berufsschule 7. Und zwar, was will ich suchen? Ein U. Ich möchte ein U suchen und damit klar wird, was gefunden wird, sage ich einfach, ich ersetze das mal mit einem Plus und dann sehen wir, was da eigentlich passiert. So, wenn wir uns jetzt diesen Berufsschultext anschauen, sehen wir, dass wir dort zwei Us finden. Und genau das würde die Regex Engine eben auch machen. Sie würde diese beiden Us identifizieren und mit dem Plus ersetzen. Soweit erstmal relativ einfach. Das heißt, jedes zu suchende Zeichen kann ich eins zu eins angeben. Ja, also ich suche ein E, dann gebe ich halt anstatt U Regex ein E ein und so weiter. Jetzt gibt es allerdings Sonderzeichen und diese Sonderzeichen muss ich mit Backslash escapen. Ja? Welche es gibt, werden wir uns dann nochmal in der Funktionalität genauer anschauen. Ich zeige es hier schon mal kurz auf. Das wären jetzt die Sonderzeichen. Ich hoffe, ich habe keins vergessen. Aber wie gesagt, die müssen wir escapen mit dem Backslash. Und auch den Backslash muss ich natürlich dann wieder escapen. Das heißt, wenn ich den Backslash suche in einem Regex, muss ich doppelten Backslash als Regex angeben, so wie in allen anderen Programmiersprachen auch. Jetzt müssen wir aufpassen. Wenn ich jetzt beispielsweise in einer Programmiersprache wie Java einen String baue, wo ich ein Backslash einsetzen möchte, muss ich den ja auch wieder mit dem Backslash escapen. Also wenn ich in Java einen String erzeugen möchte, wo ein Backslash drin ist, muss ich im Code, wenn ich eben nicht literal interpretiere, einen doppelten Backslash hinterlegen. Das heißt, wenn ich jetzt, und jetzt treiben wir das mal auf die Spitze, wenn ich jetzt in meiner Regex-Engine ein Backslash suche oder mit Hilfe der Regex-Engine ein Backslash suche, muss ja bei der Regex-Engine müssen zwei Backslashes ankommen. Und damit ich die in den String reinkriege, muss ich sowas machen. Also vier Backslashes hintereinander. Ja. Das ist ein sehr extremes Beispiel, zugegebenermaßen, aber ich möchte einfach nur nochmal darauf hinweisen, dass wir, wenn wir mit Java Strings eine Regex Engine bedienen, haben wir zwei Ebenen des Escapens. Einmal der Java String, der escaped werden muss, und einmal die Regex Engine. Und das führt dann eben zu solchen schrägen Konstrukten. Gut, dann suchen wir mal was anderes, beispielsweise die Zeichenfolge UL. Und UL heißt einfach, ich suche wirklich UL. Und in der Berufsschule 7-Text finden wir auch ein UL, ergo haben wir diese Ersetzung. Und was klar sein muss, ist, wir haben hier die Situation, dass jeder Treffer komplett ersetzt wird. Das heißt, ich habe hier nicht plus plus
vor dem I, sondern ein Plus, weil das UL komplett als Treffer, man sagt auch Match, interpretiert wird und dann eben dieser Match mit einem Plus ersetzt wird. Der Begriff Matches ist relativ wichtig, wenn man beispielsweise mal sich so einen Online-Regex-Interpreter anschaut. Also dazu gibt man einfach irgendeine Suchmaschine, gibt Online-Regex ein und landet dann sofort bei den einschlägigen Seiten. Dort werden dann auch die Matches immer angezeigt. Wie viele Matches hat denn eben mein Regex verursacht? Ja, also Match ist sowas, wie wir ja laienhafte Treffer nennen würden. Gut, dann schauen wir uns mal was Neues an, und zwar Zeichenmengen. Wenn ich jetzt hier in eckigen Klammern A, E, I, O, U eintrage, heißt es nichts anderes wie suche einen Vokal. Und in unserer Textberufsschule 7 finden wir einfach auch ein paar Vokale, die würden alle identifiziert. Und damit wäre das mein Ersetzungstext. Also solche Zeichenmengen sind eben eine Sammlung von möglichen Zeichen. Und wir notieren das mit diesen eckigen Klammern. Das erklärt auch, warum wir die dann escapen müssen, wenn ich beispielsweise nur eine eckige Klammer suchen möchte. Und diese Mengenelemente ist einfach eine Oder-Interpretation. Finde ein A oder ein E oder ein I oder ein O oder ein U. Also Oder. Eine weitere Möglichkeit, Zeichenmengen zu definieren, ist über einen Zeichenbereich. Das macht man so, dass man in den eckigen Klammern beispielsweise a bis f einträgt. Und in dem Fall jetzt klein a bis f. Und dann würden wir hier jetzt die Buchstaben e, f, c und e identifizieren, weil die liegen in diesem Bereich. So wird das Ganze durch die Ersetzung dann aussehen, also insofern nichts Besonderes. Zusammenhängende Zeichen notieren wir einfach als Bereich, da tun wir uns leichter. Und dieser Bereich wird einfach durch den Charcode definiert. Also A bis F wäre noch im ASCII-Bereich, und in der ASCII-Tabelle kann man das dann ganz einfach gucken, welche Sachen dann zusammengehört, wenn es außerhalb den typischen Bereichen wie Buchstaben und Ziffern geht. So, jetzt hab ich ja gesagt, es ist klein a bis f. Heißt im Umkehrschluss, das Ganze ist case-sensitive. Wenn ich jetzt das große B von der Berufsschule mitnehmen möchte, dann müsste der Ausdruck einfach so aussehen. Also klein a bis f, groß a bis f, und dann würde das B mitgezogen werden. Also wir merken uns, Regex ist case-sensitive, was eben nichts anderes bedeutet wie ein großes B ist was anderes wie ein kleines B. Jetzt kann ich das bei den meisten Regex-Engines auch über einen Flag ausschalten. Ja, das heißt, man kann, jetzt in Java gibt es einfach einen Parameter, Flags, und dort kann ich dann sagen, hey, mach das Ganze case-insensitive, und dann würde diese Funktionalität ausgeblendet werden. Aber ich sag mal, ohne ein Setzen eines expliziten Flags ist eine Regex-Engine erstmal case-sensitive. So, dann gibt es noch ein paar lustige Sachen, die man mit Zeichenmengen machen kann. Also ich habe jetzt beispielsweise ganz am Anfang mal das UL gezeigt. Ja? Das heißt U gefolgt von L. Und das kann ich mit Zeichenmengen auch machen. Ich kann sagen, ein Vokal gefolgt von einem Buchstaben A bis F. So, da müssen wir jetzt im Prinzip uns unser Berufsschul 7 Text mal etwas genauer anschauen. Das heißt, wir gehen auf jeden Vokal, also E, U, U und E, das sind die Vokale, die wir hier haben. Und überall müssen wir gucken, wird ein Vokal von einem Buchstaben A bis F gefolgt. Und das haben wir eigentlich nur hier, UF, das heißt ein Vokal U gefolgt von einem Buchstaben A bis F, spricht das F, und das wäre dann auch unsere Ersetzung. Und auch hier haben wir es wieder so, dass der Gesamttreffer, der Gesamtmatch eben mit einem Plus ersetzt wird. Diese aufeinanderfolgenden Mengen sind eben, wie gesagt, unabhängig, und das ist wirklich genau so, wie wir es vorhin bei dem UL gesehen haben. Es wird die Kombination gesucht, und hier haben wir einfach die Kombination von zwei Mengen. So, dann können wir noch weitere Sachen mit anstellen. Wir können beispielsweise mit diesem Zirkumflexzeichen nach dieser eckigen Klammer die Menge negieren. Und das heißt, suche alles, das nicht klein a bis f ist. Und das haben wir eigentlich bei relativ vielen Buchstaben. Das ist sozusagen genau
die Negation von diesen A bis F-Treffern, was wir in der vorletzten Folie hatten. Und das würde dann die Ersetzung sein. Also ein Zirkumflex nach dieser eckigen Klammer negiert die Aussage. Es ist wichtig, dass es eben nach dieser eckigen Klammer ist, weil das Zirkumflex werden wir an einer anderen Stelle nochmal wiederfinden und da hat es dann eine ganz andere Bedeutung. Aber eben hier in dem Kontext der Menge, der Zeichenmenge, ist es die Negierung. Mit Zeichenmengen können wir jetzt noch ganz wilde Sachen machen. Wir können die jetzt noch ineinander tiefer verschachteln mit diesem doppelten Ampersatz, mit diesem Und-Operator. Gut, gucken wir uns das mal an, was das bedeuten soll. Wir haben hier alle kleinen Buchstaben von A bis Z. Ja, okay. Das beinhaltet natürlich jetzt auch die Vokale und so weiter. Und jetzt habe ich den Und-Operator und sage und zugleich, also alle kleinen Buchstaben A bis Z und zugleich alle Zeichen außer kleine Vokale. Das heißt, ich schmeiße jetzt die kleinen Vokale da raus. Heißt, streng genommen, alle Konsonanten klein. Ja? Und damit habe ich jetzt eben diese beiden Bedingungen mit einer Und-Bedingung verknüpft. Und dann gucken wir mal, was hier rauskommt. Wir haben jetzt hier alle kleinen Konsonanten, das R, das F, S, S, C, H und das L. Das große B und die 7 fliegen hier raus, weil die eben nicht von der Menge klein a bis z sind. Und genau das sehen wir dann auch bei der Ersetzung. Also, innerhalb von Mengen, wenn ich dieses doppelte und mache, bilde ich eine Schnittmenge, ja, und zugleich. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwieriger, weil ich hier noch die Negation reingebaut habe. Aber grundsätzlich, man muss klar sein, wenn ich jetzt hier eine Menge innerhalb einer Menge definiere und das mit diesem doppelten Und mache, kann man sich das vorstellen wie die Schnittmenge von den beiden, die gebildet wird. Jetzt gibt es noch sogenannte vordefinierte Zeichenmengen. Das sind einfach Zeichenmengen, die ich vielleicht auch mit unseren eckigen Klammern selber bauen kann, die aber so eine Art Shortcut haben, um das Ganze zu vereinfachen. Grundsätzlich ist es so, dass wir von der Notation her ein Backslash, also unser Escape-Zeichen haben, und dann gefolgt von einem Kleinbuchstaben. Großbuchstaben negieren die Bedeutung der Kleinbuchstaben. Da werden wir gleich gucken, was das eigentlich bedeutet. Aber wir merken uns, wir müssen immer darauf achten, ob es ein Großbuchstabe oder ein Kleinbuchstabe ist, der diesem Backslash folgt. Backslash klein d bedeutet jetzt Digit, also beliebige Ziffer. Ich könnte es eben auch mit der Zeichenmenge darstellen, eben die Menge 0 bis 9. Das wären die Ziffern 0 bis 9. Und genau das findet mir das d. Und das große d liefert mir jetzt alles außer Ziffern, also von der Mengenschreibweise mit den eckigen Klammern, mit dem Zirkumflex 0 bis 9. Dann gibt es das klein s, das steht jetzt für die Whitespace-Zeichen. Und da habe ich jetzt mal ein bisschen nachgegoogelt und habe gesehen, okay, Backslash t, das ist der Tabulator, Backslash n, New Line. Dann der Hexwert 0b ist der vertikale Tab. Dann Backslash f ist Formfeed, Backslash r ist Carriage Return und dann das ganz normale Leerzeichen. Man muss bei diesen Whitespace-Zeichen immer ein bisschen aufpassen. Es gibt gerade im UTF-8-Bereich noch ein paar andere Leerzeichen. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob die da sauber mit reingehen. Es ist in Java zumindest mal gibt es die Möglichkeit, ein Flag zu setzen, dass die gleich behandelt werden. Aber da einfach nur der Hinweis von meiner Seite. Wir bewegen uns hier, was diese Whitespace-Zeichen angeht, einfach im ASCII-Bereich. So, dann Groß S ist dann alle Nicht-Whitespace-Zeichen, das heißt wieder alle anderen, die hier sozusagen nicht definiert sind. Dann gibt es das kleine W, das sind die Wortzeichen, also klein a bis z, groß a bis z, der Underscore und 0 bis 9. Hier müssen wir aufpassen, dass die Umlaute nicht drin sind, das heißt wir können nicht ohne weiteres mit dem Wortzeichen deutschsprachige Wörter suchen, weil wenn wir jetzt das Wort für oder sowas suchen, dann ist der Umlaut drin und da würde ich den Match nicht kriegen wegen den Umlauten. Dann Backslash groß W ist wieder alle Nicht-Wortzeichen, die Menge wieder negiert.
So, und dann gibt es noch so eine Ausnahme von diesen Wortzeichengruppen, da brauche ich keinen Backslash, das ist ein relativ wichtiger Ausdruck, den haben wir vorhin schon mal in unseren Beispielen gesehen, und das ist der Punkt. Der Punktoperator, der liefert mir jedes beliebige Zeichen. Ja? Also das braucht man hin und wieder, wenn ich mit Grenzen arbeite. Dann, also ich habe eine Grenze und dann beliebig viele Zeichen, dann nochmal eine definierte Grenze, dann nimmt man diesen Punkt her. Eine weitere wichtige Gruppe sind die Quantoren, mit deren Hilfe ich Anzahlen angeben kann, also wie oft der vorausgehende Ausdruck vorkommen soll. Und das macht man mit solchen geschweiften Klammern und schreibt einfach eine Zahl rein. Ja, und dann muss der vorausgehende Ausdruck genauso oft mal vorkommen. Also mit geschweiften Klammern 3, also dann muss der vorausgehende Ausdruck dreimal vorkommen. Also sagen wir mal, ich habe ein U, geschweifte Klammer 3, geschweifte Klammer zu, dann brauche ich drei Us hintereinander, die in meinem Ausdruck oder im Text vorkommen müssen. Das Ganze kann ich noch ein bisschen aufblasen. Ich kann eine Zahl in geschweiften Klammern gefolgt von einem Komma, dann muss diese Zahl, muss der vorausgehende Ausdruck mindestens so oft mal vorkommen. Das Ganze kann ich auch andersrum machen. Das wäre dann höchstens n mal. Und hier gibt es ein paar Implementierungen, wo man eben nicht geschweifte Klammer, Komma, n geschweifte Klammer zumacht, sondern geschweifte Klammer auf, 0, n geschweifte Klammer zu. Das muss man einfach ausprobieren, wie die Implementierung da bei einem selber eben funktioniert. Dann kann ich auch einen Bereich angeben, also der vorausgehende Ausdruck muss zwischen m und n mal. Also wenn ich 1 und 3 angebe, darf er einmal, zweimal oder dreimal vorkommen. Dann gibt es hier auch ein paar so Shortcuts. Das wäre das Fragezeichen. Das steht für ein oder kein Mal. Dann gibt es das Plus, ein oder mehrmals. Ersatzausdruck wäre in geschweiften Klammer 1, Komma und dann geschweifte Klammer zu. Und wahrscheinlich der am häufigsten genutzte Shortcut für Quantoren ist das Stern, kein ein oder mehrmals. Ja, das heißt, beliebig oft darf aber auch gar nicht vorkommen. Dann schauen wir uns diese Quantoren mal in Action an. Also wir geben mal beispielsweise S in geschweiften Klammern 2 ein. Das bedeutet nichts anderes wie suche den Buchstaben S zweimal hintereinander. Und in unserem Textberufsschule 7 finden wir das S auch zweimal hintereinander und die Ersetzung wäre dann entsprechend. Das heißt, mit dem regex ss würde ich genau das Gleiche wieder erreichen. Ja? Das heißt, es wäre an der Stelle keine besondere Hilfe, mit der geschweiften Klammer zu arbeiten. Sehr viel interessanter wird es dann, wenn wir beispielsweise mit Zeichenmengen und so einem Kram arbeiten würden. So, jetzt habe ich hier s plus. Das heißt, mein S darf ein oder mehrmals vorkommen. Und das habe ich tatsächlich in meinem, klar, wie vorhin auch, in meinem Berufsschule 7 Text. Und die Frage ist jetzt, kriege ich jetzt hier ein Plus oder zwei als Ersetzung? Weil wenn ich jetzt sage, ich gehe durch den Text Berufsschule 7 durch, dann finde ich nach dem F das erste S. Und streng genommen wäre dem regulären Ausdruck Genüge getan, ich habe ein oder mehrere S gefunden. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, er sagt, ja, ich habe das erste S gefunden und das wäre ein Match. Und dann würde er weitersuchen und ich hätte dann beim zweiten S wieder ein Match. Man könnte aber auch argumentieren, er sucht durch, sagt, aha, ich habe ein S und vielleicht gibt es da noch ein S. Also er sammelt sozusagen erstmal alle S, die er in diesem Ausdruck identifizieren könnte und macht dann ein Match draus. Beides könnte man verargumentieren. Und wenn man jetzt mal ersetzen lassen, dann sehen wir, dass er hier für dieses Doppel-S bei S plus nur einen Match hat. Ja? Und dieses Verhalten nennen wir greedy oder gierig. Das heißt, er versucht, möglichst viel Buchstaben oder Zeichen korrekterweise in diesen Match rein zu sammeln. Greedy Verhalten. Und die meisten Operatoren agieren greedy. Und im nächsten Video möchte ich mich noch mal ein bisschen über dieses greedy Verhalten
unterhalten. Und da werden wir auch mal ansehen, wie man ein Verhalten dann provozieren können, das eben nicht gierig, sondern genügsam ist. Da gibt es dann ein paar Sonderzeichen. Man arbeitet dann mit Fragezeichen, so ein Kram. Kommt im nächsten Video, da schauen wir uns das etwas genauer an. Aber im Zweifelsfall sind diese Operatoren erstmal greedy. Das bedeutet, dass die Menge, die in dem Match zusammengefasst wird, möglichst groß sein soll, also gierig. Man kann sich das insofern einfach vorstellen, der Match sucht bis zum Ende, bis er fertig ist. Und wenn ich es nicht greedy oder reluctant habe, dann bricht er sofort ab, sobald ein Match in irgendeiner Form akzeptiert werden könnte. Ja, was haben wir noch? Wir haben jetzt hier mal beispielsweise eine Gruppe der Nicht-Vokale, das sind nicht die Konsonanten, weil die 7 gehört ja auch zu den Nicht-Vokalen, Achtung, und zwar drei hintereinander. Ja, und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, B wäre ein Nicht-Vokal, also ein nicht kleiner Vokal, und dann würde ein E kommen. Ja. E wäre ein Vokal, also würde die Gruppe wieder der Match weiterlaufen. Also Neuanfang korrekterweise. Dann würden wir auf das R kommen. R ist ein Nicht-Vokal, U wäre wieder ein Vokal und so weiter. Und wir sehen hier, das F ist ein Nicht-Vokal, das S ist ein Nicht-Vokal, das S ist ein weiterer Nicht-Vokal und das sind jetzt drei hintereinander. Und danach würde jetzt zwar noch CH kommen, aber wir haben ja schon drei gefunden. Und das U, was dann bei Beruf Schule hinten kommt, ist wieder ein Vokal. Ergo ist CH zu wenig. Und so sieht dann auch tatsächlich unser Match aus. Ja? Also ich suche hier drei Nicht-Vokale hintereinander und das wäre das F, S, S. Dann wird der Match zugemacht und dann würde er weitersuchen und CH sind an der Stelle einfach nur zwei und das wäre dann kein Match. Schauen wir uns das mal mit mindestens 3 an. Das heißt, er würde wieder F, S, S suchen und finden. Auch hier haben wir wieder ein greedy Verhalten. Das heißt, C und H würde mitgenommen werden. Ja, das heißt, wir haben jetzt hier diese, das sind 1, 2, 3, 4, 5 zusammenhängenden Nicht-Vokale. Bis zum ersten Vokal würde er sie eben identifizieren und dann entsprechend ersetzen. So, also relativ straightforward. Wie ich vorhin schon gesagt habe, im Zweifelsfall agieren unsere Quantoren und die Operatoren dann entsprechend gierig. Der nächste große Block, den wir uns angucken müssen, das sind die Grenzen. Nun haben wir ganz am Anfang schon gesagt, wir brauchen Grenzen. Wir brauchen Grenzen, um Zeilen, um Wörter zu identifizieren. Und anhand der Wortgrenze möchte ich das mal ganz kurz hier erläutern, wo das eigentliche Problem liegt. Nun, für uns Menschen ist es relativ einfach, in diesem kleinen Text hier die einzelnen Wörter zu identifizieren. Ja, ein ist ein Wort, Wort ist ein Wort, besteht ist ein Wort, aus ist ein Wort, Zeichen ist ein Wort und so weiter. Jetzt könnte man sich's leicht machen und sagen, wow, alles, was zwischen Leerzeichen steht, also Spaces, ist ein Wort. Und das ist falsch. Das gilt vielleicht für das Wort besteht und das Wort aus in unserem Text. Aber nicht für das Wort ein. Warum? Weil links von dem Wort ein kein Leerzeichen steht, sondern der Textanfang. Das Wort Wort steht in Anführungsstrichen, also auch nicht flankiert von Leerzeichen. Das Wort Zeichen steht vor einem Komma, ist auch kein Leerzeichen. Das heißt, wir brauchen hier irgendwie was anderes. Und das, was man hier definiert hat, ist Bexisch B. Und das ist die Wortgrenze. Und jetzt Achtung, die Wortgrenze ist kein Zeichen. Die Wortgrenze steht zwischen Zeichen. Schauen wir uns mal unten das in Anführungsstrichen an. Die Wortgrenze ist nicht der doppelte Anführungsstrich, sondern das, was zwischen dem doppelten Anführungsstrich und Wort ist. Und wenn ich jetzt mal alle Wortgrenzen hier einzeichne, dann sehen wir, dass es irgendwo auch sinnvoll ist. Ja, das heißt, ich habe jetzt hier exakt meine einzelnen Wörter mit diesem roten Balken identifiziert. So, es gibt noch Groß B, also Backslash Groß B. Das ist jetzt alle Nicht-Wortgrenzen. Wollte ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, weil ich glaube nicht, dass man das häufig braucht. Und gut, was brauchen wir noch?
Ja, was nutzt man damit? Oder wie nutzt man das? Und hier könnte man beispielsweise auf folgende Idee kommen. Wir können sagen, wir brauchen eine Wortgrenze. Dann beliebig viele Text oder Textzeichen oder Wortzeichen. Und dann wieder eine Wortgrenze. Und das würde mir jetzt alle Wörter in diesem Text finden, bis auf in der zweiten Zeile das vorletzte, das Wort Wörter. Wegen den Umlaut. Gut, man könnte jetzt noch eine Gruppe aufmachen, Backslash W, aber das gucken wir uns nachher etwas genauer an. Die nächste wichtige Grenze, die zeigt mir die Zeile an. Dazu gibt es einen Zeilenanfang, das ist dieses Zirkumflex. Achtung, nicht verwechseln mit dem Negierer innerhalb der Zeichenmenge. Und ein Zeilenende, das ist dieses Dollarzeichen. Und auch hier Vorsicht, man muss in aller Regel ein Flex setzen für die Multiline-Verarbeitung bei der Engine, aber das können wir uns im nächsten Video dann nochmal anschauen, wie es in Java aussieht. So, also Zeilenanfang, Zeilenende und ich zeichne die mal wieder ein. Das wären hier diese Elemente. Und damit habe ich jetzt die Möglichkeit, beispielsweise in einem Logfile alle Zeilen zu suchen, in denen das Wort Error vorkommt, als Beispiel. Und zum Schluss gibt es dann noch die Grenze für den Gesamttext. Die beginnt mit Backslash A. Das ist der String-Anfang, so kann man sich das vorstellen. Der Text wird in aller Regel in einem String gehalten und Backslash klein z. Das ist das Ende des Strings. Und hier gibt es jetzt noch einen kleinen Sonderfall und zwar Groß Z. Und das nutzt man dafür, wenn man mit Programmiersprachen wie beispielsweise C arbeitet, dann hat jeder String noch einen String-Terminierer. Und Backslash Groß Z setzt die Grenze nach dem letzten sichtbaren Zeichen und vor den Terminierer. Und bei Backslash Klein Z ist es ganz am Ende. Aber wie gesagt, das ist nur dann interessant, wenn man mit solchen Programmiersprachen wie C arbeitet, wo man eben mit String-Terminierern arbeiten muss. So, ich habe auch hier mal die Grenzen eingezeichnet. Das ist ganz am Anfang und ganz am Ende. Also insofern auch nichts Spektakuläres. So, dann schauen wir uns noch mal ein paar Beispiele zu den Wortgrenzen an. Und zwar mit diesem Text, er, der, Pierre erfährt mehr. So, und was suchen wir? Wir suchen jetzt hier Backslash BER. Das heißt Wortgrenze gefolgt von dem String ER. Und wenn wir uns das in unserem Text mal anschauen, sehen wir, dass wir hier ganz am Anfang das ER haben und er fährt mehr. Das ER von dem Wort der und von dem Pierre würde nicht gezogen werden, weil da eben das D bzw. das E, das, sorry, das I vor dem ER steht. Und die Ersetzung wäre dann entsprechend. Dann kann ich das Ganze auch umdrehen. Ich kann ER mit ER starten und dann kommt die Wortgrenze. Und das wären dann wieder das Wort ER. Und das DER von der, weil eben am Ende die Wortgrenze ist. Und was davor ist, haben wir nicht klar definiert. Die Ersetzung wäre dann, ja, entsprechend, das kennen wir jetzt inzwischen. Dann haben wir die Situation, dass ich Wortgrenze, ER und wieder Wortgrenze habe. Das heißt, ich brauche einen String, der nur ER beinhaltet. Und das haben wir eigentlich nur ganz am Anfang von unserem Text, also Backslash ER, Backslash B, ER, Backslash B findet mir tatsächlich das Wort ER. Und die Ersetzung wäre dann entsprechend. So, und jetzt kann ich natürlich zwischen diesen Backslash B, ER noch mit irgendwelchen Quantoren arbeiten. Zum Beispiel, wenn wir alle Wörter suchen, die ER beinhalten. Ja, also das wäre ja das Wort er, dann der, Pierre und er fährt. Das wäre jetzt das Ziel. Wenn wir das jetzt mal so versuchen, dass wir sagen, wir brauchen eine Wortgrenze, dann beliebiges Wortzeichen und zwar beliebig viele.
dann ER, der String ER und dann wieder beliebig viele Wortzeichen und Grenze, dann haben wir ja schon mal ziemlich unser Ziel erreicht mit einer kleinen Ausnahme. Ja, wir sehen es hier, wir kriegen das ER, wir kriegen das DER, wir kriegen den Pierre, aber nicht er fährt. Warum? Weil er fährt einen Umlaut drin hat und in Backslash W eben die Umlaute nicht drin sind. Die wahrscheinlich einfachste Möglichkeit wäre, dass wir jetzt die Umlaute einfach mitnehmen. Das heißt, wir haben jetzt hier die Gruppe Backslash W, also Wortzeichen, und Ä, Ö, Ü noch dazu. Ja, und dann hätten wir hier einen sauberen Treffer. Das heißt, alle Wörter würden identifiziert. Jetzt kann man sagen, das ist nicht besonders schön, dass wir eben die Umlaute mitnehmen müssen. Das ist richtig, das ist doof, aber es ist nun mal so. Ja, es gibt jetzt noch weitere Möglichkeiten, dieses Problem ja, in den Griff zu kriegen. Gucken wir uns mal folgende Lösung an. Wir haben hier eine Wortgrenze und dann ein Nicht-Whitespace-Zeichen. Das heißt, anstatt der Wortzeichen nehme ich jetzt alles, was kein Whitespace ist, einfach indem ich davon ausgehe, alles, was jetzt ein Nicht-Whitespace-Zeichen, aber auch kein Wortzeichen ist, ist automatisch eine Wortgrenze. Davon will ich jetzt beliebig viele haben, also 0 bis mehrere. Dann kommt der Suchstring ER, dann wieder 0 bis mehrere Nicht-Whitespace-Zeichen gefolgt von der Wortgrenze. Das funktioniert tatsächlich relativ gut. Die Ersetzung wäre auch korrekt. Das Einzige, wo sowas dann nicht sauber funktioniert, ist, wenn ich eine Interpunktion ohne Leerzeichen habe. Dann geht er mir da drüber. Dann müsste ich hier noch mit Non-Greedy arbeiten. Non-Greedy schauen wir uns im nächsten Video mal ein bisschen genauer an. Und da kann man dann noch ein bisschen rumfingern. Ist nicht ganz sauber, aber es würde auf jeden Fall mal fürs Erste funktionieren. Ja, dann haben wir den ersten Teil geschafft, unsere RegEx-Reihe. Wie gesagt, es wird auf jeden Fall noch ein Video kommen mit etwas ja, tiefergehenden Einblicken in die RegEx. Und ja, wie immer, mal anschauen, ausprobieren und ja, dranbleiben. Bis zum nächsten Video.